Mein Name ist Christoph Boisseret. Ja, bin schon etwas älter, 62 aktuell, und habe deswegen natürlich die Wende- und Wiedervereinigungszeit sehr aktiv und bewusst miterlebt. Aktuell bin ich der Betriebsleiter der Berliner U-Bahn nach der BO Strapp, wie es so schön heißt. Das ist sozusagen die Gesamtverantwortung für Sicherheit und ordnungsgemäßen Betrieb der U-Bahn. Damals in den 80er Jahren war ich Leiter eines Gleisbaubezirks, hatte also die Gesamtverantwortung für die Gleisinstandhaltung der U-Bahn in den sogenannten Kleinprofillinien, und zwar vor der Wende natürlich dann auch nur im Westteil Berlins, immer sozusagen hart bis ran an die Grenze. Ja, und in der Wendezeit und vor allem nach der Vereinigung der beiden Verkehrsbetriebe habe ich dann auch diese Verantwortung zunächst für beide Teile übernommen. Und dann, ja, nach und nach hat sich mein Aufgabengebiet immer mal wieder verändert, aber es ergab sich von selber. Also wenn ich zuständig war für die Gleisinstandhaltung, das ist ja was sehr Bodenständiges im wahrsten Sinne des Wortes, dann lag es ja nahe, dass da die Gleise ja wieder verbunden werden mussten. Also vielleicht für Sie nochmal zum Wissen: in den Kleinprofillinien, das sind die U-Bahn-Linien 1, 2, 3 und 4 mit der heutigen Nummerierung, gab es gar keinen durchgehenden Betrieb. Da gab es also auch keine Geisterbahnhöfe, sondern die Bahn, die jetzt bis Warschauer Straße führt, endete am Schlesischen Tor, und die heutige U2 war eben unterbrochen. Auf der Ostseite endete sie am heutigen Bahnhof Mohrenstraße, der damals noch Otto-Grotewohl-Straße hieß, und auf der Westseite endete sie sogar am Wittenbergplatz. Da war also ein längeres Stück unterbrochen und stillgelegt mit, ja, diversen Nutzungen. Könnten wir auch noch darauf eingehen, wenn Sie wollen. Und nach der Wende bestand natürlich relativ schnell der politische Wunsch und auch der Bevölkerung, die U-Bahn-Linien wieder zusammenzuflicken. Das heißt also, sowohl zur Warschauer Straße zu fahren, als auch eben noch dringlicher die U-Bahn-Linie 2 wieder zu einer durchgehenden Linie zu verbinden und also die Lücke zwischen Mohrenstraße und Wittenbergplatz wieder zu schließen. Und ja, wenn man die Verantwortung für die Gleisanlagen in dem einen Bereich hat, ist klar, dass man auch mit der Wiederherstellung der Gleisanlagen auf dem fehlenden Abschnitt was zu tun hat. Und so hat sich das relativ schnell ergeben. Ich sag mal, vor der Wende, also sag mal, bevor die Mauer runtergekommen ist und dann ja die Grenzen offen waren, gab es auf meiner Ebene keine Kontakte. Wir wussten sozusagen, dass da drüben natürlich auch U-Bahnen fahren. Also als Privatperson bin ich natürlich auch sehr oft schon drüben gewesen und bin auch drüben U-Bahn gefahren, habe mir das sozusagen als fachlich interessierter Mensch angesehen, hatte aber auf meiner Ebene absolut keine Kontakte. Es gab Kontakte zwischen der BVG und dem Ostunternehmen BVB. Die waren aber sehr formalisiert. Gab es also bestimmte Menschen, die miteinander, ja, Ausgleichsmaßnahmen besprochen haben. Gab ja durchaus auch finanzielle Zahlungen, die zwischen Ost und West gelaufen sind, wobei ich da sagen muss, ich nicht genau weiß, inwieweit die BVG daran beteiligt war oder ob das rein auf der politischen Ebene zwischen dem Senat von Berlin oder sogar der Bundesrepublik Deutschland und der DDR gelaufen ist. Was es sozusagen betrieblich gab, wovon man natürlich schon was mitbekommen hat, waren die Transitfahrten im Großprofil. Das war das, was Sie angesprochen haben mit den Geisterbahnhöfen, die Linien 6 und 8, die eben ohne Halt durchfuhren, beziehungsweise nur auf dem Bahnhof Friedrichstraße anhielten. Da gab es in der Tat eine Verbindungsstelle zwischen den Leitstellen. Also damals hießen die bei uns noch nicht Leitstellen und drüben auch nicht. Aber das, was heute eben eine Leitstelle ist, die hatten ein, ja, was man so rotes Telefon nannte, also eine Direktverbindung für irgendwelche problematischen Fälle, wenn ein Zug mal liegen bleiben sollte oder Ähnliches passiert ist, irgendwelche Störungen auf der Strecke stattfanden, dann konnten sich die beiden Leitstellen telefonisch direkt miteinander verbinden. Und das waren aber normalerweise auch Menschen, die sich gar nicht kannten. Also die haben das Telefon und den Hörer aufgenommen, ohne zu wissen, wer die andere Person eigentlich ist und auch welche genaue Befugnis die eigentlich hatte. Das war also relativ unkompliziert. Also am Anfang muss man schon sagen, gab man natürlich so rein menschlich so die Wahrnehmung. Also ich zumindest immer das Gefühl gehabt, man wird relativ vorsichtig beäugt.
Man konnte sehr deutlich merken, das hat noch eine ganze Weile gedauert in irgendwelchen Besprechungsrunden, die es ja dann auch gab, um den Wiederaufbau herzustellen, dass es, ich sage mal, aus meiner Wahrnehmung zumindest im Osten durchaus zwei Klassen von Menschen gab, nämlich die ganz normalen und denen, die sozusagen Nomenklatura waren, die was zu sagen hatten. Und die Letzteren, die konnten sich sehr gut ausdrücken, waren äußerst eloquent und man merkte schon, die hatten auch ein durchaus gut entwickeltes Machtbewusstsein. Führungspersönlichkeiten, würde man heute sagen, insgesamt. Aber die große Masse der Menschen war äußerst vorsichtig. Man hat gemerkt, die haben also immer, würde ich fast sagen, um den berühmten heißen Brei herumgeredet. Also man war immer sehr vorsichtig, ja nicht irgendwo anzuecken, irgendwie sich verdächtig zu machen, außer in Kreisen, wo man sich eben sehr sicher war. Und am Anfang konnten sie sich natürlich gar nicht sicher waren. Es war ja eine Riesenverunsicherung menschlicher Art. Was sind das jetzt hier für Menschen aus dem Westen, mit denen man zu tun hat? Da waren ja durchaus auch Vorurteile, aber zum Teil auch berechtigte Urteile natürlich miteinander verwoben. Und ja, also dieses unsichere, weiche war zu merken und eine ganze Weile von Jahren, das ist ja nicht nur in der BVG, so hat man natürlich auch noch am Kleidungsstil, an der Frisur und an anderen Dingen sofort gemerkt, wo jemand herkam. Also man guckte einmal hin und es war ziemlich klar, da war sozusagen wenig Zweifel dran, wer woher kam. Alles so Dinge, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann, die aber natürlich eine Rolle gespielt haben, weil man musste ja auch Vertrauen bilden und Vertrauen aufbauen gegenseitig und das konnte ja nur gelingen, indem man eben dann gemeinsam miteinander Erfahrungen gemacht hat. Und das war dann sicherlich das Beste, was passieren konnte.